Wer haftet eigentlich für ärztliche Behandlungsfehler während der Corona-Krise? Warum muss der Bund 560 Millionen Euro Schadensersatz für die Pkw-Maut bezahlen, obwohl sie doch vom EuGH verboten wurde? Und darf die Bundesregierung eigentlich einfach so Kohlekraftwerke verbieten? Moin und schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jonathan Schramm, ich bin Pressesprecher der Bucerius Law School und freue mich, Sie zu unserer neuen Videoreihe FOF Time zu begrüßen. Hier möchten wir aktuell diskutierte Themen aus juristischer Perspektive aufarbeiten und zwar so, dass alle Interessierten, auch ohne juristische Vorbildung, verstehen können, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt. Wir möchten nicht polarisieren, nicht einseitig darstellen oder sonst Einfluss nehmen, sondern das Wissen und die Erkenntnisse aus unserer Hochschulgemeinschaft nutzen, um aktuelle gesellschaftliche oder politische Fragestellungen möglichst sachlich und differenziert zu erläutern. Als Format haben wir uns dabei für ein Kaffeepausengespräch von 5 bis 15 Minuten entschieden. Nomen est omen, denn wie die Nordlichter unter Ihnen schon wissen, ist Foftein plattdeutsch und bedeutet 15. Es wird synonym für die früher nach dem Arbeitszeitgesetz vorgesehene 15-minütige Kaffeepause verwendet. Wenn Sie also mögen, haben Sie hier in loser Folge die Möglichkeit, sich von Mitgliedern unserer Fakultät sowie Alumni und Alumni über die rechtlichen Aspekte aktueller gesellschaftspolitischer Themen informieren zu lassen. Natürlich können wir nicht alle Details aufarbeiten. Wir möchten stattdessen die juristischen Grundsätze verständlich machen, Problembewusstsein schaffen und die beteiligten Akteure vorstellen. Mit diesem Projekt möchten wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Stiftungshochschule ein Stück weit gerecht werden und außerdem zur Versachlichung oft hitzig geführter Debatten beitragen. Neue Videos finden Sie immer hier auf unserem YouTube-Kanal für Lehrinhalte. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion zur immer sachlichen und respektvollen Diskussion und äußern Sie gerne Kritik und Verbesserungsvorschläge zu diesem Format. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem ersten Video. Tschüss und bis zur nächsten Kaffeepause.